Ach, hier drinnen. Ah, ich sehe schon. Unser Leben regeneriert sich hier über die Zeit. Ja, mit der Zeit eben. Und nicht wie draußen halt nach jedem Kampf direkt. Okay. Das lief doch gerade ganz gut. 2 von 3 mit einem direkten Verhängnistreffer getötet. Na komm her. Oh, der ist schon tot. Sieht man aber auch nicht durch das Feuer durch. So, alle mal ihre Anima abgeben bitte. Und weiter geht's. Au, Sackgesicht. Ach komm schon. So, geht doch. Okay, ziehen wir weiter. Gewundener Pfad Nord. Der nächste Qual ist hinüber. Jetzt geht's dem Bomber an den Kragen. So, meine Kleinen. Okay. Nächste Runde. Oh ja, das hat schon gereicht, der eine Schlag dann der Finale aus der Combo. Oh, schade, hätte fast funktioniert. Und der Bomber noch. Den können wir theoretisch auch mal ein bisschen. Feuer ist vielleicht ein bisschen sinnlos gegen den Bomber, aber was soll's. Machen wir trotzdem. Nur weil eine Attacke sinnlos ist, heißt das doch nicht, dass wir sie nicht ausführen können. Na komm schon. Jetzt. Au! Hast du nicht gesehen, dass ich noch Anime gesammelt habe? Hm? Das ist überhaupt nicht nett. So, jetzt geht's ja mal an den Kragen, du Arschloch. So, hin zum Bomber. Und dann wollen wir dem auch noch ein bisschen aufs Maul geben. Dürfte dann auch, genau, der letzte sein. Alles her. Und dann schauen wir mal, ob wir denn bald zum Ziel kommen oder wie viele Abschnitte es denn hier noch genau geben wird. Ah, das sieht doch schon besser aus. Ein Königsqual. Oh ja, die hat etwas mehr Leben. Ich sehe schon. Die kleine Bitch, die verzieht sich immer. Macht die mich unsichtbar? Ho! Viele Gegner. Ja, kümmert ihr euch mal um die anderen. Ich gehe weiter auf den Königsqual drauf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Kann ich eigentlich die Kiste hier hinten öffnen? Scheinbar nicht. Hätte ich jetzt vielleicht erwartet, dass man das hier im Kampf machen muss. Oh, fuck. Nicht cool. Oh, wen nehmen wir denn da mal? Wer ist denn mit Machina? Der haut gut rein und das ist dann auch meine Wahl jetzt gerade. So, dann muss er diesmal bloß aufpassen, dass wir nicht so sehr erwischt werden hier. Aber ich habe irgendwie... ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, der ist irgendwie agiler. Na komm, jetzt treffe ich gar nichts mehr hier. Hallo? Ah, schon besser. Wow. Was war das denn? Alter! Das war gar nicht cool! Meine Güte! Hier ist was los! Heieieiei! Okay, mit Size müssen wir mal schauen. Die haut ja eigentlich gut rein. Hier haben wir auch Vita. Sollte ich vielleicht mal durchführen. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber na gut. Die hat auch einen schönen Flächenangriff, ne? So wie ich das sehe hier. So, gehen wir da vielleicht doch erstmal auf Quale los, auf die Kleinen. Oh fuck, was geht denn hier ab? Wieso kriegen die alle so auf die Fresse? So, nächster Charakter. Ich verliere gerade ganz schön was an Leuten. Oh,
Oh, okay. Das kleine Mistvieh haut hier so rein. Oh, nein. Oh, shit. Ich sehe gerade, ist ja gar niemand mehr auf dem Feld. Oh Gott. Das geht in die Hose. Ich sehe es schon kommen. Mit was kämpfe ich hier eigentlich? Gib mir mal bitte... Ach du Scheiße. Weiß nicht, ob die der richtige Charakter für die Gegner hier ist. Hörst du auch was? Ah, komm, wir probieren es nochmal mit... Mit der Tante hier. Ja, wenn ich mal mit dir treffen würde. Nee, ich will hier auf die Chefin drauf. Gib mir doch bitte mal den Königsball. Ah, was ist das denn für ein komischer Kampf? Ich krieg die überhaupt nicht so richtig zu fassen, ne? So. Lass mal jetzt hier auf die Chefin losgehen. Jetzt ist es doch schon bald Geschichte. Immer drauf. Immer feste. Und aus die Maus. Komm schon. Jawohl. Meine Güte. Das war eine schwere Geburt. Wahnsinn. Können wir jetzt noch die Kiste hier aufmachen? Ah, einen Stirnreif erhalten. Du gibst mir mal deinen Pelz. Das ist bestimmt wunderschön, wenn ich dir bei lebendigem Leibe den Pelz abziehe. Und du hier hinten bitte auch. Eieiei, das war ja jetzt eine schwere Geburt. Der Kampf war aber auch echt unschön, muss ich sagen. Und ich sollte mal ganz kurz warten, damit sich Aids Leben doch ein bisschen regenerieren kann. Der sieht doch ein bisschen platt aus gerade. Zieh ich vielleicht mit Jack? Weiß ich nicht. Was hat der für eine Waffe? Ach, das war der so schleicht. Ja, nee. Da gehen wir mal auf Ace. Das ist vielleicht das Beste dabei. Kommt, lass mal weiterziehen. Ich hoffe, es kommt nicht noch so eine Runde. Die war jetzt gerade unschön. Sehr unschön. Keine Gegner? Okay. Warum nicht? Bin ich dabei. Gabelungen. Ah, ich sehe was blitzen. Eine Kennungsmarke. Sehr schön. Ich weiß nicht, wo es da drüben lang geht. Gibt es denn hier eigentlich eine Karte oder sowas? Ah ja, gibt es. Von da unten. Ne, von wo bin ich gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt aber in die Richtung weitergehen. Okay, gut. Ah, ich sehe schon. Ja, dann machen wir doch mal zwei weiter noch. Ne, drei weiter noch. Okay. Schauen wir mal, wie gegnerlastig das wird. Achso, hier scheinen wir... Ne, wir gehen wieder zurück, oder? Kann das sein? Ich blicke nicht mehr durch, weil hier alles bloß so einzelne Höhlenabschnitte sind. Aber ich glaube, wir gehen wieder zurück. Ich glaube, das ist der Bereich, in dem wir jetzt eben schon gekämpft haben. Nichts dagegen. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade... Ja, wir gehen zum Eingang zurück. Ich bin jetzt gerade erstmal ein bisschen geplättet wieder, was das Kämpfen angeht. Quack, quack! Ja, du tust es, du wirst deinen Freund zurückverwandeln. Welche Mission hat mich denn jetzt hier genau wieder hin zurückgeführt? Die Geschichte Rubrums sollte ich ja für den Dekan finden eigentlich. Tja. Ich glaube, ich muss eher... Ich blicke halt auf der Karte nicht durch mit der Markierung. Ich weiß nicht, ob wir hier mal irgendwo was dazu haben. Nee, ne? Info. Da. Konfliktzone ist das Orange. Gefahrenzone gibt es keine. Okay, Konfliktzone heißt wahrscheinlich einfach Gegner, oder? Und Einsatzgebiet. Was heißt ein Einsatzgebiet? Das verstehe ich halt nicht so ganz. Regenerationsportale haben wir keine. Gegenstände gibt es noch ein paar. Zum Beispiel auf dieser Karte. Ich sehe bloß nichts. Vielleicht hier in der Brühe? Ne, da können wir nicht hingehen. Wahrscheinlich bei ihr... Ah, ne, es war der Frosch. Der Frosch trägt irgendeinen Gegenstand, oder?
Den können wir wahrscheinlich noch nicht nehmen. Ich nehme mal an, den kriegen wir, wenn wir ihn wieder zurück verwandeln. So, wir gehen aber mal nach Norden und schauen mal noch, was wir da noch finden können, was es in diesem Konfliktgebiet gibt. So ein bisschen können wir das ja zumindest ausloten. Ich dachte, wir müssen jetzt dem gelben Pfeil folgen. Das hätte mir irgendwie... hätte nach meinem Verständnis jetzt irgendwie mehr Sinn gemacht. So, gucken wir nochmal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Und schauen mal, was wir dort noch für Gegenstände finden. So, hier gibt es auch wieder Kämpfe. Ist das nicht schön? So, da wechsle ich aber lieber wieder, glaube ich. Oh, Ace hat gerade ganz schön aufs Maul gekriegt, stelle ich fest. Und ich treffe überhaupt nichts mit Aid. Lass mal bitte wechseln, dankeschön. Jetzt. Ah. Also so richtig will er nicht treffen, ne? Komm, dann machen wir einfach mal mit Jack hier ein bisschen. Haben wir noch Gegner? Also wir hätten schon. Aber Jack will nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Das ist, also mit manchen ist es echt seltsam zu kämpfen. So, dann müssen wir mal wieder ein bisschen mit Queen ran. Wunderbar. Ja. Und der letzte Qual noch. Na. Hier, ja, mit deinen Anime. Mir geht's nicht gut, stelle ich gerade fest. Kann es sein, dass es nicht gut ist, hier drin zu kämpfen? Für mich? Ich nehme mal King noch mit dazu. Nee, ich will gar nicht mit Queen kämpfen, ich will mit King kämpfen. Komm, erstmal vielleicht auf den Ball, das ist vielleicht besser. So. Und bitte ausweichen. Wenn der Bomber kommt. Dann holen wir ihn uns gemütlich aus der Ferne. So, und auf zur nächsten Runde. Ist jetzt nur der Bomber hier drin? Scheint so, oder? Okay. Ist in Ordnung. Ja, sieht so aus. Kampf bestanden. Nicht sonderlich schön, gebe ich zu. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Mache ich jetzt noch weiter? Ich traue mich irgendwie nicht so richtig weiterzumachen, muss ich zugeben. Ich habe die Befürchtung, dass es uns zerlegt, wenn wir jetzt die Höhle noch weiter erkunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, King, wir gehen lieber wieder. Das ist mir zu unsicher jetzt. Wir haben bloß noch die drei, die jetzt im Team sind hier. Und das ist doch schon... Ah, das ist dann doch schon ganz, ganz schön haarig, ne? Also wenn du bloß noch drei hast. Keine mehr zum Ausweichen dann. Lieber wieder raus und ein andermal weitermachen. Da werde ich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen trainieren müssen. Demnächst. Naja, was soll's. Muss ich ja sowieso... Das ist jetzt auch zugegebenermaßen bloß so eine kleine Zwischenaufnahme hier. Weil ich eben... Erstens... wieder mal ein paar Folgen brauchte und zweitens von dieser Stelle wegkommen wollte, an der ich nichts machen konnte. So, ich denke mal, ansonsten könnten wir eigentlich... Es gibt halt nichts, was wir sonst machen können, ne? Das Buch haben wir jetzt nicht gefunden, zugegebenermaßen. Aber was soll es? Wir repatriieren mal. Und dann will ich immer noch mal schauen, ob wir jetzt noch mal neue... Dankeschön fürs Wiederbeleben. Neuer Eintrag, warum auch immer. Ob wir jetzt nochmal von neuem 6 Stunden ausgeben müssen, um uns hier zu bewegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schauen wir doch einfach mal. Ich werde mal... Wie mache ich das denn? Komm, wir probieren nochmal in die Grotte reinzugehen. Schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, werde ich auch bei einem Fehlschlag die Aufnahme beenden, wahrscheinlicherweise, und dann einfach ein bisschen trainieren gehen. Ist wahrscheinlich das günstigste. Weil wir jetzt zwar Möglichkeiten haben, was zu machen, aber das ist halt größtenteils nichts, was irgendwie wirklich aufregend ist oder mit Neuerkundung. Na, lass mal hier an die Seite.
und mit Neuerkundungen zu tun hätte. So. Einmal Anime bitte. Dankeschön. Und, ach, da ist noch einer, da ist noch einer. Na, siehst du mal. Den wollen wir natürlich auch noch klein kriegen. So, weiter geht's. Okay. Auf, Richtung Grotte. Stürzen wir uns doch mal nach vorn. Das habe ich erst wirklich in dieser Rückeroberungsmission von Aqui und Corsi begriffen, dass wir uns auch auf der Karte so bewegen können, wie wir das im Kampf machen letztendlich. Okay, das ist vielleicht nicht das Schlauste mit einer Eisattacke. So, mein Freund. Feuer? Kannst du haben. Wobei Aquapudding sind ja auch nicht so feuerempfindlich eigentlich, ne? Ich meine, Wasser und Feuer? Naja, solange es funktioniert, ist immer noch besser als ein physischer Angriff. Hier, friss. Und tot. Okay. Das gibt rote Anime für uns. Und sogar eine gelbe. Na sowas. Noch mehr? Machen wir noch mehr. Na klar doch. Komm hier. Das ist wenigstens auch eine... Oh, mir fehlt sein MP, glaube ich. Das ist wenigstens auch eine Feuerattacke, die ich verstehe. Es gibt da doch so einige, bei denen ich immer noch nicht so ganz begriffen habe, nach welchem Prinzip der Angriff dabei verläuft. Sauber. So, für dich ein bisschen Flöte. Eigentlich ist sie doch gar nicht so schlecht, die Deuce, muss ich sagen. Sie kommt einem bloß wahnsinnig schlecht vor. Muss ich zugeben. Na, machen wir noch eine dritte Runde. Hier, einmal Feuer. Die jetzt schon sehe. Wer sagt denn das? Na. Okay. Ging irgendwie sehr schnell gerade. Oh, gibt aber gut was zu sammeln für uns. Das ist sehr schön. Nee, ich will mich jetzt doch zurückziehen gerade. Müssen es ja nicht übertreiben. Ich wollte ja eigentlich zur Corsi-Grotte. Mann, ist das eine spannende Aufnahmesession. Wir kommen ja geschichtlich überhaupt nicht voran, ne? Aber es ist halt auch gerade ein Riesensprung an der Stelle. Wir sind halt gerade in ein neues Kapitel gestartet. Und das bedeutet eben auch, wir müssen wirklich ein bisschen was an Level zulegen. Ansonsten wird es ziemlich schwierig beim nächsten. Hey! Tötest du mich so an? Sonst wird es wirklich ziemlich schwierig beim nächsten Mal, glaube ich. Wenn wir wieder in eine richtige Mission starten. Komm hier! Ist das nicht niedlich? Einmal Feuer und der Sieg ist unser. So, schön. Eine lila Anima? Wofür ist die denn? Klingt interessant. So, ich will jetzt aber nicht weiterkämpfen. Wir ziehen weiter zur Grotte. So wie geplant. Deuce ist schon Level 18. Coole Sache. Gut, ich bin auch mal gespannt, wie effektiv dieses Training sein wird, das man abseits der Aufnahme machen kann. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht so richtig sicher. Ist wahrscheinlich auch sehr davon abhängig, wie viel Zeit man dazwischen lässt. Hey, geht's noch? So, töten wir doch ein bisschen mit sanften Flötenmelodien. Ich habe bloß irgendwie das Gefühl, dass er nicht angegriffen wird. Woran liegt das? Muss ich etwa in der Nähe von ihm sein? Ist das möglich? Und wer schlägt denn hier noch so um sich? Ah, hier drüben steht mal wieder einer. Ich habe jetzt diese riesen Kugel an mir dran kleben. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen bei ihr, dass sie dadurch eine Barriere um sich drumherum aufbaut oder so eine Energiekugel und wenn wir dann nah an die Gegner rankommen, dass die dann trifft. Ich habe ihre Angriffe zugegebenermaßen noch nicht ganz verstanden. So, wenn wir hier drin sind, wechsle ich aber doch lieber mal auf Nein. Oder vielleicht doch auf... Nee, doch, ich bleib bei Nein. Ach, jetzt gibt's wieder neue Gegner. Ach so, ich dachte, wir können jetzt da weiterkämpfen, wo wir waren.
Ach, wenn das so ist, dann werde ich hier, glaube ich, noch ein bisschen weiter leveln. Komm, lass mal hier sammeln. Hallo? Dankeschön. Beziehungsweise, na, wir machen mal kurz den Kampf noch fertig. Gezwungenermaßen. Und dann schauen wir mal, ob mich das wieder 6 Stunden kostet. Das will ich nämlich noch wirklich wissen. Ob es jedes Mal 6 Stunden kostet, wenn man rausgeht. Ich befürchte bald, es wird so sein. So lange sammeln wir aber gerade noch mal kurz. Und führen noch schnell den Kampf zu Ende. So. Hätten wir das auch? Zurück nach Süden. Süden? Süden. Nee, es ist nicht Süden. Aber die richtige Richtung ist es. So, kann ich hier schon? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir noch mal kurz hier runter. In die Ruhrumregion repatriieren und schauen mal, ob mich das nochmal 6 Stunden kostet. Ja, macht es. Das ist natürlich ärgerlich. Ich habe es aber bald befürchtet. Jedes Mal kostet also 6 Stunden. Gut, dann werde ich mal ein bisschen leveln gehen und sobald ich mit dem Level ein bisschen höher bin, wollen wir uns nochmal so eine Gefechtsmission anschauen. Das hier werde ich jetzt, glaube ich, nicht speichern, sondern ich werde erstmal hier innerhalb der Akademie mit einem Tag und 8 Stunden verbleibend kämpfen und werde dann später vielleicht nochmal in die Kosi-Grotte gehen oder so. Mal schauen, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht. So, und wenn wir dann das Level haben, werden wir uns mal in den Feldeinsatz stürzen und dann wird es auch Zeit, wieder ein bisschen in der Geschichte voranzuschreiten. Beim nächsten Mal also wieder ein bisschen mehr Story und ein bisschen weniger sinnlos in der Gegend rumrennen. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Haut rein!